Du kannst nicht mehr bei mir putzen, sagt Frau Engelhardt und winkt Norhid, ihr in die Küche zu folgen. Der Neue kommt nicht täglich, nur noch samstags und mittwochs. Matthias findet, dass das reicht, weil Männer gründlicher arbeiten. Norhid steht in der Küche und fühlt sich so befangen, wie Frau Engelhardt aussieht. Also was willst du? Geld? Willst du Geld? Ich kann versuchen, du weißt doch, dass er meine Ausgaben genau kontrolliert, aber ich... Hanum, sagt Norhid leise und sieht dabei zu Boden. Es tut mir leid. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich Unannehmlichkeiten verursache. Ich bin nicht wegen Geld gekommen, auch nicht wegen der Stelle. Nicht? Sagt Frau Engelhardt verblüfft und setzt sich auf einen Küchenstuhl. Norhid schüttelt den Kopf. Mach uns einen Tee, Norhid, ja? Lass uns einen Tee trinken, wie früher. Ich bin müde. Ich vertrage diese Hitze nicht. Gott sei Dank wird es endlich Herbst. Mach uns einen Tee und dann sag mir, was du willst. Sie blickt auf die Uhr. Um 10 kommt die Maniküre, also haben wir einen Moment Zeit, nicht wahr? Norhid entspannt sich. Sie verknotet den Chador vor den Brüsten, schiebt sich das Kopftuch aus der Stirn und wäscht sich die Hände. Dann setzt sie Wasser auf und fragt, ob sie einen Schluck trinken darf. Aber der Tee ist doch noch gar nicht fertig, meine Gute, sagt Frau Engelhardt verwundert. Wasser, Ron. Darf ich ein Glas Wasser trinken? Frau Engelhardt lächelt. Komisch, sagt sie. Es gibt so Eigenarten von dir, an die habe ich mich in all den Jahren nicht gewöhnt. Deine Besessenheit von Wasser ist so etwas. Trink nur. Trink so viel Wasser, wie du möchtest. Wasser ist für alle da und obendrein ist es gesund. Norhid nimmt sich ein Glas, eines der größeren, leert es in einem Zug, füllt es wieder und leert es ein zweites Mal. Dann summt der Kessel und schließlich sitzen die beiden Frauen schweigend am Eichentisch in der geräumigen Küche. Norhid hält ein Stück Würfelzucker zwischen die Vorderzähne geklemmt und schlürft Tee aus dem gläsernen Unterteller, in den sie einen Schluck zum Abkühlen gegossen hat, während Frau Engelhardt mit einem Silberlöffelchen in ihrer Porzellantasse herumrührt und zusieht, wie die Milch, die sie hineingegeben hat, sich erst in wabernden Schlieren zu verschlungenen Labyrinthen windet, um schließlich die erdfarbene Wahrheit des kräftigen Tees in einen hellbraunen Kompromiss zu verwandeln. Langsam senkt sich die gewohnte Vertrautheit der beiden über den Raum. 4 Jahre lang haben sie an 5 Tagen in der Woche für die Dauer einer Viertelstunde und immer ab 11 genau so in der Küche gesessen.